Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alison und den Kleinschuhhof mit dem Ostrhein. Hallöchen. Wir sind endlich mal wieder zurück aus dem einwöchigen Nichtstun. Winterschlaf. Wollte ich zuerst sagen, ja, aber wir haben ja schon Sommer, ne? Ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt mal wieder hier, nachdem Ossi es dann irgendwie hingekriegt hat, sein Aufnahmeprogramm wieder zum Laufen zu kriegen. Juhu! Ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Den Güldner quälen. Und ich miss vorne. Oh, ja. Also, wie viel war in so einer Eierpackung nochmal drin? Weiß nicht. Hier liegen auf jeden Fall 8 oder so. Ich würde gerade sagen 50, aber... Ich glaube 250 oder so sind da drin, aber... Genau wissen tue ich es nicht. Mein Fuß ist jetzt kalt. So, ich hoffe, man hört jetzt alles klar und deutlich. Bob, du bist nicht gefragt. Genau. Wenn nicht, dann werde ich das nach dieser Folge noch ein bisschen anpassen. Und... Ach, wolltest du nicht Gülle fahren? Weil hier ist auch schon Gülle fast. Ich weiß, ich wollte Gülle fahren, ich wollte Eier wegbringen, ich wollte alles machen. Cool. Oh, ja, genau. Fahren, jetzt was wir noch lernen. Jetzt steht da schon wieder eine Wollpalette, jetzt kann ich ja nicht mehr rausfahren. Das sieht voll cool aus, der Güldner davor. Ja, der passt irgendwie, ne? Ja. Gibt jetzt auch, ich glaube, auf dem Mod-Hub gibt es so ein HW80-Kipper auch als Beinwagen. Okay. Also aus dem 17er dieses Pack halt umgebaut, auch noch mit einem Beinwagen dabei. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Weiß nicht so, aber ich finde es irgendwie voll cool, dass nicht so, dass wir kein Autolaut drin haben. Mhm. Es gibt ja Autolauts jetzt. Gerade von den Kipper, wo wir gerade haben, auch ein Pack. Ja. Gibt es eigentlich mittlerweile fast überall von. Mhm. So, wo müssen wir denn drauf fahren? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo soll ich jetzt eigentlich hinfahren? Also. Ich muss hin. Einmal zur Weberei, das weiß ich. Und Mühle. Nee. Wolkerei. Ich habe ihm gesagt, dass wir müssen Gülle auf unser kleines Feld hier machen, Klaus, oder? Ja, wobei ich nicht weiß, ob nicht die Gülle sogar für das kleine Feld da oben reicht. Nein, denke ich nicht. Okay, wenn du meinst, dann. Ja, ansonsten kann man auch die Gülle auf das andere Feld. Ja. Die 6 Tonnen Mist werden auch nicht erreichen. Ja, gut, es gibt angepasste Güllefässer. Oder es gibt dieses, was du gerade hast. Mistschreuer. Oder es gibt den Mistschreuer, den du halt gerade hast. Mhm. Und die angepassten, die streuen dann ungefähr die Hälfte, die du jetzt schon ausgestreut hast, streuen die auf der kompletten Fläche, die du oben hast. Lol. Das ist halt je nachdem, wie hoch die Streurate gesetzt haben. Wobei es dafür, glaube ich, sogar einen Mod gibt, auf dem Mod-Hub zum Anpassen, seit vorgestern oder so. Okay. Dass du sagen kannst, okay, 100 Liter pro Quadratmeter oder 500 Liter pro Quadratmeter oder 5 pro Quadratmeter. Hm. Naja, Fax, das war falsch. Aber ich nehm's zurück, da müsste fast gereicht. Ja, oder hat's aber fast gereicht, wenn man jetzt so penibel ist. Na dann. Deswegen 300 Liter fahre ich jetzt nicht zum nächsten Feld, oder? Nee. So. Wilde. Die will irgendwie nicht verkauft werden.
Oh ne, ich hasse das. Hier ist dieser Trigger, der so minimal schwebt und minimal am Boden ist. Jetzt kann. Ah. Schaffst du die auch noch? Weil die wieder nicht. Ah doch. Das war nur Eier. Lol. Für Wolle wäre es ein bisschen wenig gewesen, eine Palette tausend. Ja, bei der Menge, die ich hier drauf habe, schon. So, jetzt mal eine Frage. Wo. Ab gerne, wir müssen grubbern. Überall. Okay, dann schmeiß mal den. Benötigt Kalk, können wir ja später noch kalken. Gut, dann kann man auch nach oder vor dem Säen machen. Ja. Dann schick ich schon den Wald los mit dem Gruber. Ja. Dann ist zu überlegen, braucht man noch irgendeine Maschine oder braucht man nur Felder? Also eigentlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir bauen können. Ich weiß jetzt gerade auch so nicht, aber ich könnte fast wetten, in 2 Folgen oder so fällt uns irgendwas ein, was wir dringend brauchen. Naja, dringend. Meistens ist es so, wir wollten es haben, 2, 3 Folgen später sagen wir, oh, es wird doch irgendwie unnötig. Oder so, ja. Naja. Na, okay, also die Folgen sind schon etwas kleiner. Jetzt habe ich nur 7,6 GB. Normal hätte ich jetzt schon über 10 wahrscheinlich. Hey, das hat gar nichts geändert. Doch, ich habe auf bilinear umgestellt und nicht auf sehr schnell bilinear. Achso. Kann jetzt sein, dass ich jetzt wieder normal aufnehmen kann mit so einer normalen Größe von, ich sag mal, 10 GB, wobei das eher so aussieht, als ob ich doch ein bisschen drüber gehe. Ich habe allein jetzt 8,4. Oder, er weiß ich nicht, ob man. Wir hatten ja auch schon mal überlegt mit Ballen. Naja, aber Ballen. Also die Natürlich. Sache wollen wir wahrscheinlich 3 Folgen lang machen und dann. Das regt das uns so hart auf. Was ist mit dem Trailer hier gerade los? Die wollen einfach nicht runterrutschen. Genau, und jetzt kippt der komplette Trailer um. Keiner gesehen. Ja, hoffe ich mal, dass es keiner gesehen hat, was ich gerade veranstalte. Jetzt ist die halbe Kabine. So. Ja. Auch noch so, dass sie im Boden hängt. Was machst du denn? Ja, ich habe versucht, so ein bisschen um die Kurve zu fahren. So schön gekonnt, aber irgendwie war der Anhänger so vollgeladen, dass es nicht ging. War beides gerettet. Oh. Minus 1000, wofür ein sonstiges? Ach so, Saatgut. Nee, Kalk. Oder so. Alles Ja, ein gleiche, gell? größerer Kalkstreuer lohnt sich ja auch nicht, oder? Weiß ich, oder? Der größere Aufsatz halt. Wäre ja nicht Ja, teuer. das. Ja, gut, aber dann würde ich wiederum sagen, dann nimmst du direkt den großen Streuer mit dem Aufsatz, weil der sieht ein bisschen komisch aus mit dem ganz großen Aufsatz.
Ach so, lol. Weil der Aufsatz ist dann doppelt so hoch wie der Trecker, der davor hängt. Jetzt, glaube ich. Also ich habe jetzt nochmal Alter, 25.000, glaube ich, gemacht. ja, was soll's sagen? Nicht schlecht, Herr Specht. So, wow. Das war vollste Big Pack, Big Pack, wo man nur gesehen hat. Ach du Scheiße, 107 Liter. Ja, Hast du ja. das hochgehoben? Gerade so noch. Ja, oder was man überlegen könnte, wobei das wahrscheinlich auch nach 3 Folgen komplett nervig sein würde, irgendwo so einen ganz kleinen Maishäcksler rauskorsen von irgendeiner Modseite. Aber ich glaube, dann machst du besser einfach, kaufst du hier die größere Wiese und dann gießt du darüber. Ne, guck mal, wenn man jetzt sagt, der kleinste kostet ja nur 305.000. Das wird jetzt ja gerade mal 60k viel oder sowas. Also. Ja. Wobei du auch auf Mod-Seiten kriegst du diesen Fortschritt. Gut, der hat dann halt nur 2 Meter Arbeitsbreite, ne? Wobei du da, glaube ich, Ich. auch ein normales Maisgebiss anbauen könntest. Na, sieht auch scheiße aus. Das ist halt richtig, aber können tust du es erstmal. Erst ziehen die Gigabyte hoch und jetzt zieht die Zeit vor. Ja, lol. Also ich meine, die Gigabyte sind immer noch ungefähr eins mehr wie die Minute, aber. Ah, bis vor 13 GB. Ja, 13,3. Schon mal 2,2. Ach du Scheiße. Muss ich fast gar nicht, muss ich ja gar nicht verändern. Ja, ich renne da trotzdem. Scheiße. Ich kann das so auch hochladen, dann brauche ich halt 4 Stunden und 4 oder 5 Stunden und nicht nur eine. Oder wenn ich Glück habe, eine halbe. 3 Stunden brauchst du oder so. Man hört wieder den Güldner mit seinen Bremsen. Schnell weg. Aber ich lasse den ja nur los, ne? Das haben wir auch in der Singleplayer-Welt da festgestellt. Highspeed den Berg hoch. Wie es aussieht. Was hinterm Güldner. Wenn Ballenpressen nicht so teuer wären, ne? Würde ich sagen, wir kaufen uns eine Ballenpresse und machen einfach nur so ein paar Ballen, dass wir die irgendwo als Deko hinstellen können. Das halt nicht so aussieht, als ob wir nur einlagern würden. Okay, ja. Ja, aber nur mieten dann für sowas ist dann auch wieder scheiße. Gut, Quaderballen gehen halt, aber ja. Oh cool, der Gruppermeister ist fertig. So und so.
nicht. So. Wie geht's eigentlich unseren Tieren? Eigentlich Tiere ganz wollten wir gut. welche kaufen. Kühe wollten wir kaufen, deshalb haben wir das Geld gelassen. Wir wollten jetzt noch eine Wiese kaufen, meine ich. Und dann Kühe. Damit wir die Kühe locker versorgen können und halt mehr Geld durch die Kühe. Was ich mir doch alles merken kann, wenn man mich dann irgendwann darauf hinweist. Ja, super. Also, ich habe jetzt so gut Gülle gefahren, dass ich jetzt genau einen Streifen stehen lassen habe. Hey, wo ist das komplett schon gedüngt? Das Hier kleine Feld. unten. Ja, wo du bist. Nein, bevor es zum Orlando kommt. Wir nehmen gerade auf. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Schaut natürlich beim Ostern vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao.